Hallo erstmal. Und ihr seht, es geht mit Blackhearts weiter. Ich habe zwischenzeitlich nicht mehr gespielt, also kommen wir spielen normalerweise zurück in das Normalspiel. Das hier ist jetzt aber die Level-Up-Folge. Das heißt, das wird nicht ins normale Spiel eingebunden, sondern es ist extra, weil ich muss die AP endlich mal ausgeben. Nur, ich habe leider von euch keine Rückmeldung, was ich jetzt machen soll. Deshalb muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Wir sollten auf alle Fälle Parade mal hochmachen. Fernkampf ist auch wichtig, Körperkraft, Intuition, Fingerfertigkeit. Machen wir das doch gerade. Wow. Das ist alles so ein bisschen teuer. Da. Machen wir Fingerfertigkeit hoch. Und da haben wir Edna dann auch schon eigentlich fertig. Nur Lebenspunkte. Das wird jetzt schnell sterben. So. Dann haben wir Edna eigentlich soweit schon fertig. Ja, wir speichern. Naurim, das ist unser Nahkämpfer. Den tun wir mal in die Körperkraft. Die ist für Attacke und Parade. Und dann natürlich noch ein bisschen Lebenspunkte hoch. Und dann haben wir noch unseren Zubaran. Den machen wir intuitiv. An den tun wir so ein bisschen die Astralpunkte mehr hoch machen wie die. Ja gut, es gibt alles Flash. Und dann haben wir das nämlich auch. Die Sonderfertigkeiten und Waffentalente gehen wir später ein, weil da tut sich noch ein bisschen was, bis wir da hinkommen. Und man sieht es ja. Attacke, Parade, sie für Grundwerte drin stehen. Ja, Grundwerte, Lebenspunkt 9, durch Attacke, Parade jeweils 7, Ausweichen 9. So, unsere Edna nehmen hier auch noch andere Sachen. Also den Level Up haben wir jetzt gemacht. Jetzt gucken wir nochmal schnell nach dem Inventar, wo wir hier Bögen, Pfeil, eine Wundbinde, mal die Naura, ja, Heilkunde Wunden gescheitert, okay, was gerade noch mal, wieder gescheitert, verdammt. Was hat er hier? Das bringt nichts. Baran. Nichts an. So, da die geerdeten Leberstiel ab. Wir haben echt nicht viel. Also muss man mal so sagen. Elanors Stein. Kann man den... Beste Heiltrank, aber irgendwo besser aufgehoben. Elanor Stein. Aber ich behalte den auf alle Fälle mal. Also Stuhl nicht wegwerfen. Ja, was wir bräuchten, wäre ein Gürtel. Aber gucken wir mal, was wir unterwegs finden. Ja.
Also, wir haben jetzt hier gelevelt, haben geguckt, was wir für Ausrüstung haben. Und der Questlog. Schöne Rose für Drosel. Regeln. Hier haben wir jetzt nochmal Kampfregeln, Werte. Attacke, Parade. Ich möchte eigentlich gar nicht großartig drauf eingehen. Wen es interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sieht man auch hier Behinderung, was das alles ausmacht. Und dann gehe ich da auch näher drauf ein, wenn Interesse besteht. Aber wenn ihr das nicht interessiert, brauche ich das nicht hier großartig in die Folge zu machen. Und dann würde ich sagen, ja, das war dann die Level-Up-Folge. Wir speichern das auch unter Edna LP. Sieht man, da Gizmo hat bei mir mal gespielt. Hat es mittlerweile auch gekauft. Weil der findet es halt auch gut. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns zum normalen Spiel wieder. Tschö, tschö.